Also da kenne ich mich nicht so gut aus. Wo ich mich gut auskenne, ist bei den diesjährigen Dancing Stars. Ja. Gell? Das muss man ganz ehrlich. Gibt es da Neues? Gibt's Neues? Ja, die Woche war relativ ruhig, aber Soso ist natürlich traurig, dass er ausgeschieden ist. Und auch Stefan Betzner ist darüber traurig, denn die beiden haben sich angefreundet. Und der Soso drückt ihm heute natürlich fest die Daumen, weil er gemeint hat, das braucht er auch. Weil eigentlich sollte man wegen Stefan Betzner die Sendung von Dancing Stars in Standing Stars umbenennen, hat der Soso gemeint. Er ist ja Kabarettist, der darf das sagen. Und ja, wir werden wirklich die Daumen drücken, weil mit viel herumstehen ist heute nichts, weil heute ist für Stefan Betzner der Quickstep dran. Bum, bum. Ja. Schnapp. Ja, bin ich sehr neugierig, was Rosi draus macht. Und du weißt es ja, es ist bestimmt ein sehr schwerer Tanz. Ja, es ist schwer. Also auf jeden Fall, also das heißt, wir haben noch 6 Stars. Mhm. Wir haben nach wie vor 12 Tänzer, 9 Tänze. Ja, und maximal 4 Punkte für Stefan Betzner. Ja, das ist das, was ich glaube, die meisten auch heute Abend wieder von Dancing Stars erwarten. Und einer muss gehen. Ja, aber eine bleibt auch ganz bestimmt dabei, nämlich hinter den Kulissen nächste Woche und heute Verena Pavel. Heute Abend ist bei Dancing Stars alles ein bisschen anders. Sagen wir, alles ein bisschen durcheinander. Denn es geht um den Double Dance. Das bedeutet, es müssen erstmals nicht nur die Promis mit den Profis antreten, sondern auch die Promis mit den Promis. Und wer jetzt mit wem tanzen wird, ob Nicole Wesner mit Liz Görgel oder Peter Hackmeier doch mit Virginia Ernst, das hat nur einer zu verantworten. Ramesh Nair. Tada! Was für ein Auftritt. Nichts anderes hätte ich mir vom Chefchoreografen von Dancing Stars erwartet, muss ich sagen. Ich bemühe mich natürlich für dich ganz besonders. Bemühen ist übrigens ein gutes Stichwort, weil Promis mit Promis müssen tanzen heute Abend. Genau. Beim Double Dance nämlich. Der Double Dance steht an und wir haben uns überlegt, dass wir jemanden, der in der Wertung ganz oben war, vielleicht mit jemandem tanzt, der in der Wertung ganz unten ist, wie zum Beispiel Liz und Stefan oder Shorty und Jeannie. Virginia oder eben Peter mit der Nicole. Und das sind, glaube ich, ganz tolle, spannende Konstellationen, denn jeder bringt was anderes mit, ist unterschiedlich schnell in der Aufnahme, in der Umsetzung, in der Performance und es könnte ein richtiger Hingucker werden. Mhm. Wer tut sich ein bisschen schwer? Also so im Viererteam? Ich glaube, das weiß der Zuschauer schon. Wirst du gedrillt? Jetzt hast du ja 3, die dir hinterher sind, dass du gut tanzen lernst. Ja, Drill ist manchmal nötig. Die Rosi ist eine strenge Lehrerin, wenn es drauf ankommt. Der Thomas auch, aber strenge, aber gute Lehrer, gute Lehrer. Und man wird auch, glaube ich, in der Mathe sehen, wie du richtig sagst, dass alle 3 an mir herumarbeiten. Wie schaut denn so eine Trainingsarbeit aus, wenn 3 andere am Stefans Tanzkünsten herumarbeiten? Na, es war quasi so, ich habe dem Stefan die Füße gerichtet, die Lise ist ihm draufgestiegen, dass er den einen Fuß nicht hebt. Und der Thomas ist auch irgendwo bei dir herumgehängt, gell? Die Schulter eigentlich. Genau, die Schulter war es, genau. Ja, da ist zur Sache gegangen, aber es wird lustig. Wir haben einen mega Spaß gehabt die ganze Woche. Weil ihr versucht habt, Stefan Petzner tanzen zu lernen, oder wie? Nein, er war so bemüht oder ist so bemüht und haut sich voll ein, prägt sich alles ein, obwohl er nicht wirklich so ein Taktgefühl hat. Also das muss man zuerst einmal schaffen. Wie ging es dir so? Hast du auch mit Stefan Petzner engen Tanzkontakt bei dem Vierertanz? Ja, selbstverständlich. Also man wächst mit den Aufgaben, sagt man. Das gilt sowohl für den Stefan als auch für uns, aber es wird funktionieren. Wir sind gespannt, was das sein wird. Man darf sich nur nicht viel vornehmen, dann funktioniert das. Jetzt haben wir sie alle auf einem Haufen. Darf ich vorstellen, in dem Fall alle Profis, oder? Weil ihr tanzt ja alle miteinander. Ja, genau. Ich bin mir nur nicht so sicher, wer jetzt führt. Bei uns ist das klar, weil das macht die Julia. Bei der Nicole und bei mir, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Wer hat jetzt unter den Promis wirklich die Führung übernommen bei euch? Sie ist sich ganz Gute einig. Frage. Nächste Frage. Das Aufregendste bei Virginia Ernst beim Double Dance ist dein Propeller. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich spüre ihn nur, wenn Leute ihn bekrapschen. Passiert das des Öfteren, auch bei den neuen Tanzpartnern, die du jetzt hast? Ich gehe durch den ORF durch und jeder will einmal kurz drehen. Ja, ich spüre schon wieder. Alex. Super. Eigentlich sollten ja beim Double Dance 4 Personen miteinander tanzen. Bei diesen beiden ist das ein bisschen anders. Ihr habt quasi eine 5. Tanzpartnerin aus dem Hut gezaubert. Reingeschmuggelt. Das ist Hertha. Sie ist eine Osterhäsin und eine Tanzhäsin vor allem auch.
Ja, aber es ist ihr erstes Mal auf der Bühne. Wir tanzen ja Quickstep in unserem Solotanz. Und Hertha hat gesagt, obwohl sie so viel Stress hat beim Eierbemalen, hilft sie uns jetzt mal aus für die Show, weil sie kann so gut Quickstep tanzen. Und es ist ihr erstes Mal, sie ist ein bisschen aufgeregt. Man hört es, macht aber nichts. Sie hat halt Stress. Sie muss viele, viele, viele Eier anmalen und sie muss einen Sprung machen in der Show. Einen riesen Eisprung. Eins ist auf alle Fälle fix. Geschenkte Punkte gibt's von der Jury heute nicht. Deswegen müssen Sie zu Hause wieder anrufen. 20:15 Uhr, Dancing Stars ORF 1.